Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten 600 Watt Balkonkraftwerke. Mit diesen Modellen kann man sich ganz einfach eine umweltfreundliche Energiequelle für sein Zuhause besorgen. Vorstellen möchten wir euch drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern aus auch drei unterschiedlichen Leistungsklassen. So sollte das perfekte Balkonkraftwerk für eure Ansprüche dabei sein. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Für mehr Infos zu den Modellen oder um diese zu bestellen, könnt ihr auch gerne mal in der Videobeschreibung nachschauen. Unter diesem Video haben wir euch alle drei Modelle dort auch verlinkt. Nun lasst uns aber gleich mit dem ersten und auch günstigsten Modell im Vergleich loslegen. Es handelt sich um das Balkonkraftwerk des Herstellers Generic. Dieses besteht neben dem Wechseltrichter aus zwei Solarpanelen. Diese haben eine Leistung von jeweils 380 Watt, also 760 Watt insgesamt. Mit dabei sind zwei hocheffiziente Phono-Solarmodule mit einer 20,76%igen Moduleffizienz. Zudem ist die Anlage mit der DJ-App kompatibel, eine Smartphone-Applikation, über die man jederzeit die aktuelle Leistung und den Status seiner Anlage überwachen kann. Des Weiteren dabei haben wir hier das sogenannte Plug-and-Play-System. Die Anlage ist also auch sehr leicht zu installieren. Im Lieferumfang ist zusätzlich ein 5 Meter langes Anschlusskabel dabei, sodass man diese Anlage gut platzieren kann. Und zudem kommt das Modell mit einer 12 Jahre Produkt- und einer 25 Jahre Performance-Garantie. Mehr Infos zum günstigsten, aber auch leistungsschwächsten Modell aus dem Vergleich über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren und dieses Balkonkraftwerk bei Interesse auch zu euch nach Hause bestellen. Oder ihr bleibt noch kurz dran, denn zwei weitere Modelle haben wir für euch ja noch im Angebot. Als nächstes ein 800 Watt Modell, das Balkonkraftwerk von SolarWay. Dieses besteht ebenfalls aus zwei Solarmodulen. Diese haben die Abmessungen 1,72 m x 1,13 m und überzeugen durch ihre noch feineren Solarzellen. Dadurch ist die Optik dieses Balkonkraftwerks bzw. der Solarpaneele etwas anders. Hier entfallen die weißen Abgrenzungen, die für Solarzellen so üblich sind, und zurück bleiben hier einfach nur schwarze Platten. Diese sind äußerst effizient und sorgen für eine Moduleffektivität von ganzen 20,2%. Inkludiert im System ist natürlich auch hier wieder der Wechseltrichter. Eine maximale Ausgangsleistung von 600 Watt kann dieser abgeben und damit ist das Modell genau wie das Vorgänger-Balkonkraftwerk mit einem Plug-and-Play-System auch ohne Hilfe einer Elektrofachkraft zu installieren. Mit der SolarMan-App überwacht man auch hier wieder die Leistung und den Status der Anlage. Hier bekommt man beispielsweise gut aufbereitete Grafiken und kann auch über längeren Zeit die Leistung der Anlage überwachen. Hier sieht man auch ein, wie viel Stromkosten man sparen konnte. Bei einem erzeugten Strom von 660 Kilowatt und einem Strompreis von 42 Cent hätte man zum Beispiel 277 Euro eingespart. Mehr Infos zu den Rechenbeispielen und generell zur SolarWay Balkonkraftanlage über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Grundlegend unterscheidet sich das Modell nicht so viel vom zuerst vorgestellten Balkonkraftwerk, nur dass es eben eine etwas bessere Ausgangsleistung hat, nämlich statt 760 kommt es mit 800 Watt Leistung. Bleibt aber auch gerne noch kurz dran, wenn ihr das leistungsstärkste und auch effizienteste Kraftwerk kennenlernen wollt. Als drittes und letztes möchten wir euch noch das Balkonkraftwerk von Vesca vorstellen. Auch hier haben wir wieder ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarpaneelen. Diese kommen mit den Abmessungen 1,72 m x 1,14 m und haben eine Leistung von jeweils 415 Watt. Insgesamt haben wir dadurch also 830 Watt Leistung, etwas mehr nochmal als bei den zuerst vorgestellten Kraftwerken. Zudem haben wir hier auch eine leicht bessere Moduleffizienz. Der Wirkungsgrad liegt hier bei 21,3%, also nochmal ca. 1% mehr als bei den zuerst vorgestellten Kraftwerken. 1% klingt nicht viel, aber das ist eine Verbesserung von rund 5% gegenüber der Effizienz der Vorgängermodelle. Natürlich hat dieses Modell auch wieder einen Wechseltrichter verbaut und auch eine App-Anbindung, sodass man hier von seinem Smartphone oder Tablet aus ganz bequem die Solaranlage überwachen kann. Des Weiteren dabei das einfache Plug-and-Play-System, mit dem man sofort loslegen kann. Generell zu erwähnen ist hier auch noch die Hochwertigkeit dieses Kraftwerkes. Dieses Premium-Modell besteht nur aus den allerbesten Materialien. Die Front aus gehärtetem ARC-Glas mit Antireflexbeschichtung und der robuste schwarze Rahmen aus einem Aluminium. Damit ist für eine gute Stabilität auch bei starkem Wind gesorgt, sowie auch bei schwereren Schneelasten. Das Modell ist TÜV Süd geprüft und hält sowohl einer sehr hohen Temperaturrange stand, als auch wie gesagt allen härteren Wettereinflüssen.
Dieses Gerät ist auf jeden Fall auf eine Langlebigkeit ausgerichtet, sowie wie gesagt auf eine nochmals höhere Effizienz und mit 830 Watt auch auf die beste Ausgangsleistung. Dafür investiert man auch hier nicht wirklich mehr, es handelt sich nicht mal um das teuerste Modell aus dem Vergleich und bei dieser Leistung und Effizienz hat man das investierte Geld sowieso nach wenigen Jahren wieder raus. Mehr Infos zum Balkonkraftwerk von Wesker über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren und dieses kleine Solarset auch sofort bestellen.